Österreich, das Land der Berge und der Mühlberge. Da liegt viel Mist gleich neben den Wanderwegen. Aber hallo, 4500 Tonnen Müll, die landen jedes Jahr auf unseren Straßen, an Ausflugszielen oder auf der Alm. Der Tiroler Alpenverein, der wehrt sich jetzt auch, weil viele Ausflugsgäste immer wieder sehr persönlichen Mist am Berg liegen lassen. Den Tirolern stinkt's, auch mit der Notdurft der Wanderer. An beliebten Ausflugszielen wie der Oberstaller Alm in Osttirol oder dem Klettersteig am Achensee. Alles Wurst, sagen uns diese Plakate bald. Was man mitnimmt, bringt man auch wieder ins Tal, am besten im Sackerl. Bauern, die darüber klagen, dass ihre Stadel als Klos verwendet werden, das zeugt davon, dass einige Wandererinnen und Wanderer offenbar da kein Problembewusstsein haben dafür. Den Leopoldsteiner See in der Steiermark bezeichnen viele heuer als einziges Hundeklo. Und mehr Wanderer auf der Teichalm bringen auch mehr Mist. Ein Müllproblem hat auch Oberösterreich. 66 Kilo Müll landen pro Straßenkilometer am Wegrand. Aus dem Fenster geworfen, am Heimweg vom Traunsee oder entlang des Attersees wie hier bei Seewalchen. Plastikflaschen, Taschentücher, Getränkedosen. Doch anders als in der Stadt räumt in der freien Natur sicher niemand hinter uns den Mist auch wieder. Kein Wegfliegen, kein Strandurlaub. Für viele von uns war dieser Sommer extrem ungewöhnlich. Das Wetter in Österreich, das war dafür ziemlich durchschnittlich. Rekorde haben wir im Sommer 2020 eindeutig nicht gebrochen. Der sonnigste Ort Österreichs war Neusiedl am See im Burgenland. 767 Stunden lang hat sich die Sonne dort in diesem Sommer blicken lassen. Ohne Regenschirm wäre man in Oberndorf an der Melk dafür richtig nass geworden. Am wenigsten tröpfelte es in Zwerndorf, dem trockensten Ort Österreichs. Bei 37,2 Grad schwitzte Wien heuer am 28. Juli, während die Radstädter am 2. Juni bei nicht einmal 2 Grad vor Kälte schon wieder zitterten. Zum Zittern bringen uns aber nicht nur einstellige Temperaturen. Die Übergangszeit, in der wir gerade sind, die empfindet jeder von uns anders. Während die einen bei 20 Grad im T-Shirt rumlaufen, sind die anderen schon wieder mit Pullover und Jacke unterwegs. Und das hat drei ganz einfache Gründe. Österreich im Spätsommer. Was soll man anziehen? Shirt oder Jacke? Wir sind alle von der gleichen Temperatur umgeben und doch empfinden wir sie anders. Aber warum? Das hängt von drei Faktoren ab. Faktor 1, Muskelmasse. Muskeln sind die Wärmefabrik des Körpers. Sie produzieren 80% unserer Wärme. Wer trainiert ist, friert darum nicht so schnell. Und da Männer von Natur aus mehr Muskeln haben als Frauen, gibt es unter Frauen mehr Frostbeulen. Faktor 2, Fett. Unser Körperfett isoliert Wärme und darum ist Übergewichtigen nicht so schnell kalt. Faktor 3, Körpergröße. Kleine Menschen frieren schneller. Warum? Es hat mit dem Verhältnis zwischen Körpervolumen und Körperoberfläche zu tun. Menschen wie ich mit 1,90 Meter haben im Verhältnis zu kleineren Menschen eine geringere Körperoberfläche und geben darum weniger Wärme ab. Also, groß, dick und trainiert hält warm, klein, schmächtig und untrainiert macht kalt. Und das war Hallo Österreich für heute. Ich freue mich, wenn wir uns morgen gleich wiedersehen. Bis dahin, viel Spaß mit ORF1.